Hi, hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung und willkommen zu den Dwarf Fortress News. Kurz und knackig. Vielleicht hast du die Neuigkeiten rund um Dwarf Fortress ja schon ein wenig verfolgt. Falls nicht, fasse ich hier nochmal ein paar Dinge der letzten Tage und Wochen zusammen. Einmal kurz zur Historie der Steam-Version. Tahn und Zack Adams haben ja die letzten 20 Jahre an Dwarf Fortress entwickelt und lebten im Prinzip nur von Spenden der Spieler, die bereit waren, etwas für ihr kostenloses Spielvergnügen zu zahlen. Nun ist Zack Adams leider schwer erkrankt und die Krankenversicherungen in den USA ticken leider etwas anders als in Deutschland. Es musste somit Geld für die teuren Behandlungen her. Tahn und Zack haben sich dann mit Kid Fox Games zusammengeschlossen und den jetzt bekannten Steam-Release geplant und entwickelt. Kurz vorm Steam-Release hieß es dann von einem Analysten von Kid Fox Games, dass vermutlich ca. 160.000 Exemplare in den ersten 2 Monaten verkauft werden könnten. Irgendwie hat er recht gehabt, irgendwie aber auch nicht, denn diese 160.000 Verkäufe wurden bereits in den ersten 24 Stunden erreicht. Nach einer Woche waren es schon 300.000, seit dem 6. Dezember 2022 ist Dwarf Fortress nun bereits über 500.000 Mal über die virtuelle LAN-Theke bei Steam gegangen. Und das bei einer Steam-Bewertung von ganzen 96%. Die beiden Adams-Brüder sind damit nun quasi über Nacht zu Millionären geworden. Verdient, wie ich finde. Tahn meinte zwar, dass der Verdienst auf 20 Jahre verteilt dann wieder auch nicht mehr als ein normales Entwicklergehalt sei, aber das sei dennoch schon sehr viel. Gewinnen kann eben, genauso wie verlieren, auch mal Spaß machen. Allerdings ernten die beiden erst im Februar ihre allerersten monetären Früchte ihres Steam-Erfolgs. Jetzt arbeiten sie mit einem neuen Entwickler namens Putnam zusammen. Er ist für die beiden kein Unbekannter, da er bereits seit einigen Jahren viel Input für das Projekt geleistet hat. Er soll vorwiegend auch die Linux- bzw. die Mac-Version von Dwarf Fortress an den Start bringen, was sicherlich einige von euch freuen wird. In einem kürzlichen Interview mit Tahn und Zack Adams in einem Livestream haben die beiden schon angekündigt, dass sie an FPS-Verbesserungen arbeiten, so dass später auch größere Festungen möglich sind und dass uns der gefürchtete FPS-Tod erst später ereilt. Solange ich das aber noch nicht in Aktion sehe, glaube ich das noch nicht. Es könnte sogar sein, dass bald noch die Unterstützung weiterer Grafikpacks wie in der klassischen Version kommen könnte. Es hörte sich allerdings nicht so an, als sei diese, Zitat, Plackerei derzeit eine besonders hohe Priorität bei den beiden. Der XML-Export für den Legends-Mode fehlt derzeit noch bei der Steam-Version. Vermutlich vermisst ihn nicht unbedingt der Großteil der Spieler, aber es war eine durchaus nützliche Funktion in der klassischen Version zum Untersuchen der gesamten Datenstruktur einer Welt. Intern gibt es den Export allerdings noch, es gibt nur derzeit in der Steam-Version keinen Button, um ihn auszulösen. Tahn meinte, dass es nur eine 5-Minuten-Behebung wäre. Fragt sich nur, wann die beiden Entwickler dazu kommen, bei den vermutlich hunderten 5-Minuten-Behebungen, die sonst noch anstehen. Oben auf der Agenda für die nächste Steam-Version steht derzeit aber offensichtlich der Arena-Mode, in dem Objekte, Aktionen, Skills und so weiter ausprobiert werden können. Das war in der klassischen Version schon ein cooler Modus, bei dem du beispielsweise Kampfsimulationen durchführen und verschiedene Waffen an diversen Monstern oder auch Wetterveränderungen ausprobieren konntest. In einem Ausblick hieß es, dass Mythen und Magie in späteren Versionen eine Rolle spielen sollen. Man arbeite wohl schon intern daran, aber derzeit ist es noch Zukunftsmusik, dass ein vollständiges Magiesystem zur Verfügung steht. Es wird eine unvermeidbar lange Zeit dauern, das System umzusetzen, da es nötig ist, das gesamte Kartensystem dafür umzuschreiben. Ja, was gibt es denn sonst noch Neues? DFAQ wurde in der ersten Steam-Version veröffentlicht. Falls du es nicht kennst, bereits in der Classic-Version hat DFAQ das Spiel um viele Funktionen erweitert. Diese konnten auch zum Cheaten verwendet werden, zum Beispiel um die Zwerge schneller zu machen, ihre Skills zu boosten, Gegenstände und Kreaturen zu erschaffen und vieles mehr. Sich das Spielvergnügen zu vermiesen, stand aber nie im Mittelpunkt. Vielmehr sind einige Suchfunktionen, ein Planungsmodus, erweiterte Spieleinstellungen und so weiter dazugekommen. Nun gibt es das auch für die Steam-Version. Den Planungsmodus habe ich zwar noch nicht entdeckt, aber die Zwerge wieder zur Höchstleistung auffahren lassen, Festungsvorlagen zu verwenden oder Magma zu platzieren. Die Möglichkeiten sind jetzt bereits nahezu endlos. Allerdings handelt es sich auch erstmal nur um eine Alpha-Version, weswegen einige Dinge eventuell noch nicht funktionieren könnten. Wenn man DFAQ hört, denkt man häufig auch gleich an Dwarf Therapist. Zumindest geht es mir so. Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es allerdings noch keine Dwarf Therapist-Version für Steam. Zumindest keine offizielle.
Auf GitHub findet man bereits die ersten Testbuilds, die tatsächlich schon funktionieren. Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis an Mr. Alangor. Das äußerst wichtige Zuordnen von Berufen funktioniert hier allerdings noch nicht und es gibt noch keine Unterstützung für die klassische Version. Zumindest kann das Tool aber schon mal für Analysezwecke eingesetzt werden. Eine Zeitabschätzung für einen finalen Release gibt es aber leider noch nicht. Wenn du weitere Infos und Tipps um Dwarf Fortress haben möchtest, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch über ein Like des Videos. Mach's gut und strike the earth!